Ja, ich bin hier am Shop. Ich will mir gleich ein bisschen was mieten, damit ich gleich weiterarbeiten kann. Aber vorher sagen wir erstmal Hallo Andi. Hallo Gacki. Was mietest du dir denn jetzt schon wieder da? Ich miete mir meine Traubenerntetechnik. Aha. Traubentechnik. Der Braut 9070L von New Holland. Den miete ich mir jetzt einfach. Was kostet so ein Ding? In der Miete 12,3. Oh, das geht ja noch. Und dann brauche ich noch einen Traubenanhänger dazu. Den miete ich mir auch. Der würde im Kauf 47.000 Euro kosten. Das ist viel. Günstiges anders da auf jeden Fall. Ja. Hallo Traubenernter. Ach so, warte mal, wenn du da drüben bist, dann komme ich doch glatt mal vorbeigefahren. Schade, ich wollte dich noch schnell umschubsen, aber ich komm zu spät. Hä? Halt! Was ist denn das jetzt schon wieder? Oder jetzt nicht? Okay. Sieht irgendwie ein bisschen hässlich aus, ne? Ja. Das sieht irgendwie so wie so ein Spielzeuggerät aus. Ja, jetzt müssen wir noch. Den hängst du hinten dann, oder was? Ja. Irgendwie so habe ich das geplant. Das ist passt ja da rein in die Kiste? 14,5 Kubik. Das ist auch nicht so viel. Ich glaube nicht, dass so viel überhaupt runterkommt. Ich glaube, du musst ein bisschen nach links. Ja. Guck mal. Funktioniert doch. Ja, ich habe. Kannst du mal bitte aus mir rausfahren? Ich habe da so einen Anhänger im Kopf. Vielen Dank. Naja. Bitte, bitte. Es hat ein bisschen Kopfschmerzen gegeben. Ja, dann sag mal Bescheid, wenn du oben bist. Dann komme ich mal kurz vorbei. Dann Holen wir mal. Schon mal kurz sehen hier. Wieso? Warte mal. Ich muss mal kurz was gucken. Ah ja. Hä? Schläuche am Traubenanhänger. Ah. Ich bin nicht so wirklich von der Stelle gekommen. Ich habe gedückt, aber du... war es dann irgendwie in mir drin gestanden und dann konnte ich nicht mehr agieren. Ich war froh, dass ich ihn schnell genug ankoppeln konnte. Ist ja damit ein Karacho rangefahren an den Anhänger. So. Oh Gott. Ich glaube, mehr wie 5 Meter Trauben habe ich noch nie geerntet im LS. Ich habe ehrlich gesagt weder Trauben noch Oliven bis jetzt geerntet. Hier, das wird mein erstes Mal werden hier. Ja. Ich bin mal gespannt, was da jetzt für ein Ertrag rauskommt. Naja, ich würde mal vermuten, dass der geschätzte Ertrag so ungefähr bei 50%. Weil das, ich glaube, weil das geht einfach nur auf die Fläche, aber ich weiß nicht, ob der das so gut berechnen kann, dass er nur das Angesäte nimmt oder ob er einfach die Feldfläche nimmt. Keine Ahnung, also wie gesagt, ich glaube nicht, dass das Ding 68.000 bringt, so wie der gesagt hat. Ich bin doch hier garantiert wieder falsch gefahren. Ich bin wieder eine zu früh. Ja. Ich will nicht zur Holzstelle fahren. Nein. Oder du bist das letzte Mal, du bist jetzt ein paar Mal hingefahren, jetzt kennst du den Weg, ne? Nächstes Mal, wenn du wieder hochfährst, fährst du wieder. Hä? Wo muss ich hin? Ja, da. Jetzt muss ich hier irgendwie. Oh Gott. Einmal wenden.
Ja, hervorragende Idee, Gacki. Die arme Deichsel. Aber geht alles, geht alles. So, Schranken bleibt auf. Bleibt auf, bleibt auf. Könnt ihr jetzt schon mal zugehen? Oder der Zug kommt nein, einfach... Nein, jetzt bleib ich auch noch hängen. Gott, Zug, wo bleibt du? Da war doch gar nichts. Zug! Hä? Ach Mann, schade. Bisschen Spaß, das wäre es jetzt gewesen. Du willst mich nur fliegen sehen, ich weiß. Ja, Gacki. Da hätte ich tatsächlich ein bisschen Spaß daran. Aber ich hätte ja rein theoretisch in dein Sonnenblumenfeld fliegen können. Nein. Das habe ich im Hardcore-Projekt auch gesagt, als ich einen Disconnect hatte, warum auch immer. Und ich bin sehr komisch an einen sehr komischen Ort geflogen. Vor allem in eine Fahrtrichtung, in die ich gar nicht vorher gefahren bin. Das war irgendwie ganz... kurios? Ja, wir kennen ja, diese Sachen aus dem LS hier. So, genau. Ich werde jetzt einmal noch abladen, also hier die Kiste, und dann werden wir mal die Silage ein bisschen in den Nuss schieben. Ja. So, dann würde ich sagen, rein in den Apparat. Ein Hund rennt schon wieder auf der Straße rum. Oh, nichts Neues. Da geht die Taubheit so los. Oh, warte, Gacki, ich bin... Erntemaschine einschalten. Also aufklappen, okay. Wir machen mal das Überladen so. Wie... Okay. Oh, ich hab Tauben. So. Oh. Da fällt was hinten raus. Normal müsste ich doch jetzt hier, weil mal. Bau CA an. Vorne sind Raupen, hinten sind keine mehr. Au, das ist an. Ui, was da? Das sind wir auf eine ganz andere Art. Warum bewegt sich dieses komische Ding da so komisch? Kommen wir da hoch? Okay. Nicht da irgendwie hoch? Wie viele Tauben hat deine Ernte jetzt hier gegeben? Wenn ich unten bin. Das waren jetzt 879 Liter. Na gut, das ist jetzt nicht so wahnsinnig viel, hä? Nö. Wieder mal auf das Ding. Ah! Hallo, Gacki. Hallo. Ich muss weiter. Triffst du das Loch nicht, oder was ist da los? Das ist gar nicht so einfach. Jetzt muss ich mal was gucken. Muss ein bisschen weiter rechts. Ja, ich habe es gerade versucht aus der Innenperspektive, da ist es noch schlimmer. So. Schön. Oh, du hast da ein bisschen was ausgelassen, Gacki. Sieht schön aus, wie du da auf der Maschine joggst. Ja, ne?
Man muss ja mit der Zeit gehen. Und ich laufe im Beat der Musik mit. Okay. Also ich laufe nicht, ich tanze. Hey, wieso bleibst du dann verstehen? Naja. Er ist hängen geblieben. Hängen geblieben. So, wo ist denn mein Taktor, bitte? Ja, hier. So, ich muss auch wieder was arbeiten hier, sonst geht ja mal gar nichts voran. So. Dann werden wir gleich mal die Trauben ausleeren. Eine gewaltigen 100 Liter. Wie viel passt denn in den Tank rein? Nicht viel. Ich bin jetzt bei 1600 Litern und habe 51%. Also 3,2, 3,1, 3,2 so irgendwie. Hm. So. Na. So. Dann werden wir jetzt mal ein bisschen den Schmotter nach hinten schieben. So, jetzt gucken wir mal, wie das hier mit dem Abladen funktioniert. Zweiter starker Schlepper wäre halt jetzt. Schiebe ich halt beschissen da. Ah, abladen, Trauben. Oh ja. Das sind Trauben im Anhänger. Der wäre jetzt gedacht, hä? Wilde Geschichte. Oh. Es funktioniert auf jeden Fall. Kabelis. Lass mal auch noch an. Probieren wir das noch. Förderband, wie sieht's aus? Wird hier gearbeitet oder tust du nur so, als ob du arbeitest? Es tut wieder nur so, als ob es arbeitet. Das ist ja. Naja. Oder auch nicht. Ach komm. Was denn? Ich bin schon wieder festgehangen. Ach. Einmal mit Profis arbeiten. Es ist gar nicht so einfach hier. Und dann können wir ja das in unsere eine Produktion dann alles reinschmeißen. Ah. Nimm da mit dem Klump. So, wieder eine Bahn geschafft. Hast du noch ein paar vor dir? Boah, zwei, drei sind's noch. So, jetzt zielen wir mal. So. Schau mal her, das sieht ja richtig schick aus, was wir hier machen. Wieso? 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 Aus Gründen, Kaki. Wieso zieht der da rüber? Und wieso zeigt er das nicht an? Vielleicht hast du einfach deine Riemen schief gesetzt.
Fährst du mit VCA oder was? Ja, ich guck gerade. Also die sind eindeutig schief, deine Riemen, deine, wo du da gesetzt hast. Die einzelnen Bahnen sind gerade. Ja klar, aber jeder Winkel von der Bahn ist halt unterschiedlich. Also du hast ein paar, die aneinander geklippt sind, die haben wohl denselben Winkel, aber dann hast du wieder andere, die, weil du siehst ja auch auf der Karte wieder Abstand in der Bahn. Ja, ich richte ja VCA jedes Mal neu aus. Okay. Das hat jetzt nur eben irgendwie nicht so geklappt, weil er die Arbeitsbreite auf 0 Meter gesetzt hatte. Deswegen hat er die Bahn gar nicht angezeigt gehabt. Jetzt habe ich einfach mal 2 Meter gemacht und jetzt kann ich genau zielen. Ja gut, 0 Meter Arbeitsbreite ist halt nicht so viel, ne? Ja. Die Einfälle fehlt noch. So, jetzt. Aber so wirklich gut funktioniert das auch nicht. Komm, machen wir weg. Oh, jetzt habe ich aber fahren die... Fahren wir selbst. Das war bestimmt jetzt nicht so die beste Idee, das Schiebeschild da noch vorne dran zu lassen, ne? Guck mal, ich hier kaum hier um die Ecke rum. Wenn ich meinen Schlepper noch ein bisschen länger mache, wird es ziemlich besser hier die ganze Zeit. Naja, müssen wir halt ein bisschen vorsichtiger fahren. Genau. Du Gaki, du musst schon auch aufs Gas treten hier. Ich fahr doch, guck doch, die Reifen drehen. Es ist nur so, steil hier am Weinberg, dass der nicht vorwärts kommt. Ach, so ein Ding ist es. Ja gut, das verstehe ich natürlich. Das verstehe ich natürlich voll und ganz, Kaki. So, wo müssen wir das eigentlich? Ah ja, hier. Jetzt muss ich mal was gucken. Zeigt ja das auch an. Oh ja, da sind welche abgeerntet. Cool. Das magst du sehr toll, Gaki. Ja. Ich hätte da noch ein paar Oliven, wenn du möchtest, ne? Nö, 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 nö. Nö, nö, nö. Muss ich jetzt doch selber ernten. Ja. Ach, ja, gut, ich kann es ja auch einfach hängen lassen, ne? Nein. Warum? Haben wir nicht gesagt, eine Trauben- und Olivenernte? Haben wir das gesagt? Oder haben wir nur gesagt, anbauen? Das, ich bin mir dessen nicht ganz sicher. Aber vielleicht gibt es ja da den einen oder anderen YouTube-Zuschauer, der sich daran entsinnen kann, was wir damals in unserem Bahn ausgemacht haben. Ja, das müssten doch deine Zuschauer mit deinen 500 Aufrufen pro Video, müssten doch bestimmt der eine oder andere das gesehen haben. Oh ja, das war eine Ausnahme. Ich weiß nicht warum, eine sehr schöne Ausnahme, wie ich finde. Ich würde das gern begrüßen, wenn es so bleibt. Aber es ist... Ich glaube, die haben damals auch nicht alle zugeguckt, Gaki. Meinst du? Weiß nicht. Kann sein. Müsste ich mal nachgucken, aber bin ich mir relativ sicher. Ich glaube, das wäre mir schon mal aufgefallen. Erfolgen mit 500 Views hätte. Ja, aber das werden wir heute nicht mehr klären. Liebe Leute bei YouTube, hier ist Feierabend. Morgen 12 Uhr geht's na klar weiter. Ich werde jetzt hier als Bonus-Content für die Twitch-Zuschauer weiter Trauben ernten. Voll spannende Arbeiten hier. Aber wie gesagt, wir sehen uns morgen wieder. Ansonsten freitags 18 Uhr auf Twitch. Bis dann. Tschüss.
Ja, und wenn ihr schon dabei seid, hier auch auf Twitch zu kommen, dann lasst doch hier bitte ein Abo oder ein Follow da, beziehungsweise auf YouTube. Wir würden uns auf jeden Fall freuen. Und ja, der Gacki hat schon gesagt, morgen 12 Uhr geht's weiter. Bis denne. Tschüss.